Herzlich willkommen zurück zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Beim letzten Mal haben wir die Apotheke hinter uns gebracht, was auch ganz gut ist, denn irgendwie war das hier alles sehr unlogisch. Und jetzt geht's weiter. Ich muss eben vorlesen. Das ist in der Tat seltsam, dass Jekyll mit diesem gefährlichen Hyde verkehrt. Ich muss mehr darüber wissen. Ich werde mich bei dem Opiumrauchern kundig machen. Ja. Hallo. Hast du jetzt Hallo zu mir gesagt? Ich rauche kein Opium. Ja. Weil du dich noch gar nicht vorgestellt hast in dieser Folge. Entschuldigung, hallo. Ich kam ja noch gar nicht zu Wort, ja. Ach, hier sind wir wieder. 20 Rauchwolken. Musst du jetzt die Rauchwolken... du musst jetzt die Rauchwolken anklicken. Ach, geil. Das ist unfassbar anspruchsvoll. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie schwierig das für dich sein muss. Das wäre ja geil, wenn man den Rauch einfach so wegnehmen könnte aus dem Raum. Ja. So. Herr Utterson, es ist lange her, aber setzen Sie sich bitte. Hören Sie mit diesen Höflichkeitsfloskeln auf. Ich habe mit Ihnen und Ihrer ekelhaften Tätigkeit nichts mehr zu tun, Herr Law. Ich bin aus einem ganz anderen Grund hier. Ich suche jemanden namens Hyde. Er ist einer ihrer Kunden. Das ist eine Frage, Schatz. Er ist einer ihrer Kunden? Ist er einer ihrer Kunden? Ach, ist er einer ihrer Kunden? Herr Utterson, unser Geschäft ist vollkommen ehrenwert und Sie wissen genau, dass wir die Namen unserer Kunden nicht preisgeben. Ach, jetzt dürfen wir nach Symbolen suchen. Ich sehe den Schuh. Das ist schön für dich. Ich auch. Da links ist der Zettel. Auf dem Tisch. Diesen Korken? Ja, vorne rechts. Ja. Was ist das? Es ist egal, sag mir einfach, wo es ist. Dieses braune Gestell. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich hab's noch nicht gefunden. Das hier ist, sieht aus wie so ein Schal, der irgendwo drüber hängt. Oder die Hose, die da liegt. So. Der Zylinder ist da links auf diesem rosa Tuch. Ein bisschen höher. Der Stirn ist links im Schrank. Der Mantel ist rechts am Haken. Dieser Toaster. Das war eine Weste von Kolmar Schulte Gold. Ich hab's genau gesehen. Der Handschuh ist übrigens die Spinne, die ich vorhin gesehen habe. Ja. Der Schlips ist. Da rechts ist so ein Lichtschein. Ich glaube, das ist der Schlips. Wo? Da. Ja? Nein. Sieht doch komplett anders aus. Ja. Ja. Kann ich das bewegen? Nee, nur rauf und runter. Auf der Theke liegt dieses kleine Teil, was ich nicht weiß, was es ist. Wo ist die Theke? Rechts. Ja, diese Zwischenwand. Was war denn das jetzt? Aber diese Gegenstände gehören Jekyll. Es ist unmöglich, dass er in dieser Einrichtung verkehrt. Ich bleibe am besten ein wenig hier, um ganz sicher zu gehen. Oh Gott, geil, Mahjong! Geil! Merkwürdig, dieses Mahjong-Spiel ist systematisch von ihr. Symmetrisch ausgerichtet. Ich nehme an, dass die Teile gefunden werden müssen, die nicht auf der Seite identisch sind. Jeder. 16 Fehler im Mahjong, das ist ja mal geil. Also das soll symmetrisch sein, ich sehe schon einen Fehler. Müssen wir hier noch mehr? Müssen wir rechts oder links die Fehler anklicken? Das sehe da ich dann. Ne? Mach mal rechts untere Reihe des mittlere. Nein, zwei daneben. Da. Ah, okay, alles klar. Ja, der auch. Ganz rechts auf oben drauf. Ich gehe jetzt Reihe für Reihe durch. Und ich mach. Fang du unten an, fang ich oben an oder? Nee. Ich geh mal ganz rechts. Ja. Ein drunter. Nee, links. Nein! Ach. Das da hat ja gestimmt. Ja, eben. Nein, das war vorher, das war schon richtig. Da war vorher, war da was anderes. Bleib doch mal auf einem Punkt stehen. Ich bleib stehen. Runter und links. Da, halt! Rechts. Der. Danke.
Okay. Der dann, nee, der passt. Auch. Türmchen, ein links daneben. Ja, ich meinte ganz rechts das Türmchen. Noch 7 Fehler. Links in der Mitte. Also in der Mitte hoch, hoch, hoch. Der da, genau. Das ist gar nicht so einfach zu überblicken immer. Nee, ich fange jetzt auch gerade noch mal unten an. Ich kann bei sowas nicht konsequent immer Reihe für Reihe gucken. Ich muss da immer so ein bisschen schräg drüber schauen. Ich habe doch einen Fehler. Zweite Reihe, ganz rechts. Drei Fehler? Ja, die finden wir jetzt auch noch. Ja, ich denke schon. Ja, die mittlerste Reihe und dann der zweite von rechts. Hier? Ja. Tatsächlich. Das war jetzt nicht so klar zu erkennen. Nee, du musst genauer hingucken. Ja, vor allem, ich kenne Mahjong, aber dieses Symbol kenne ich nicht. Die anderen kenne ich alle, aber dieses komischerweise nicht. Mahjong ist schon cool, ich mag ja, das. Ja, ich liebe das total, das kann ich suchten ohne Ende. Einer noch, komm schon. Ich guck mal in der oberen Hälfte und du in der unteren, oder? Ich hab ihn schon. Ja? Bleib mal da, wo du bist. Nee, bleib auf dem drauf. Wo du, ne. Zwei hoch, ein nach links. So. Nun? Ich warte bereits seit einer halben Stunde. Nichts scheint passiert zu sein, seitdem ich hier bin. Aber Jekyll kann doch nicht weit sein. Ich muss Sie bitten zu gehen, Herr Utterson. Sie bringen unsere Kundschaft in Verlegenheit. Gehen Sie! Sie sind hier nicht mehr willkommen. Das wird immer merkwürdiger. Jekyll, der anfängt, Opium zu rauchen und mit unehrenwerten Leuten verkehrt. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich muss einen Weg finden, diesen Hyde zu treffen und das Geheimnis von Jekyll zu lüften. Okay. Da dürfen wir dann bestimmt noch diese komischen Uhren einsammeln. Uhren? Da stehen überall so kleine Standuhren rum. Echt? Ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Schubkarre. Fassbesenhocker. Hocker. Ich suche gerade eine Schubkarre. Ach, die steht ganz hinten links an der Wand, glaube ich. Da. Nee. Nein, nein. Moment, kann ich bewegen? Ah, in diesem Bild kannst du scrollen. Ja, 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 stimmt. Das Fass ist da rechts. Das kleine, ja. Ich suche immer noch eine Schubkarre. Die kann ja eigentlich nicht so klein sein. Ja, wenn sie sehr weit hinten steht, schon. Da war die Schubkarre. Das war eine Schubkarre? Mhm. Aha. Ich sehe gerade gar nichts, tut mir leid. Ich wusste, dass die Sache irgendwie einen Haken hat. Ja. Da ist der Haken. Ja. An der Karre, an der Droschke. Ein Brief. Der Brief ist aber nicht den die Statue in der Hand hat, ne? Die Statue hat das Tuch auf dem Kopf. Richtig. Das ist das Brett. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir ein Brett suchen müssen. Tatsche. Brief, Moment, da ist der Brief. Ah. In der Kutsche selbst ist nichts mehr drin, ne? Nee. Ich glaube nicht. Also... Tasche? Aber das ist nicht der Sack da, oder? Der Sack das, war die das, Tasche. Das ist doch keine Tasche. Und der Kanister, Gesundheit.
Ich hatte mich gerade bewegt, das tut mir leid. Dann lass es. Ja. Wo ist denn der Kanister? Da. Nee. Der ist wahrscheinlich auch ganz anders zu deuten. Ja, oder er hängt irgendwo oben dran. Kanister. Da so? Nee. Ich gucke irgendwie immer auf diese Ecke. Das ist wahrscheinlich total falsch. Geh doch mal Richtung Kutsche, bitte. Weiter nach links kannst du nicht, ne? Nee. Das ist jetzt so das Maximum. Da ist kein Kanister. Ich lass mal so rausgescrollt. Da ist er. Ach, ja. Natürlich. Auf dem Türrahmen. Milord. Ach, das ist ja wieder die Streichholzverkäuferin, ne? Ich glaube. Ich habe eine letzte Frage, junge Dame. Könnten Sie mir das Gesicht Ihres Angreifers beschreiben? Zwei Augen, eine Nase, ein... Wow. Es war keine Frau. Also heißt das jetzt, wir müssen die Frauen anklicken Frauen, oder die Männer? Ich wollte die Frauen wegklicken. Okay. Es wäre besser, wenn sie ganz verschwinden würden, aber gut. Ich würde mich gleich kaputt lachen, wenn du irgendwie aus Versehen einen Mann wegklickst, wo du denkst, das ist eine Frau. Eine Frau fehlt noch. Soll das eine Frau sein? Ja. Kein Schnurrbart. Also Schnurrbärte weg. Du hast ein Schnurrbart übersehen. Wo? Da oben in dem grauen, in der grauen Jacke. Ja. Er trug keine Brille. Nicht sehr lang. Sehr lang, also die langen Haare weg. Was ist denn jetzt nicht sehr lang? Okay. Er trug auch keinen Kinnbart. Also eigentlich hatte er gar nichts. Ich finde das geil. Sie soll ihn beschreiben und sie sagt ihm alles, was er nicht hatte. Das ist toll. Seine Haare waren eher gelockt als kraus. Also die krausen Haare weg. Ich versuche gerade, was ist denn gelockt und kraus? Wo ist denn da? Naja. Da ist er. Ja. Niemals werde ich diese abscheuliche Person vergessen. Ja, ich habe sie jetzt schon vergessen. Ja, und jetzt? Sind Sie sich des Ergebnisses sicher? Ähnelt dieses Porträt Ihrem Angreifer? Ja, Milord. Das stand da aber nicht. Heiztür. Übrigens, da ist eine Uhr. Da ist eine Uhr. Da ist eine Uhr. Also irgendwann dürfen wir hier Uhren suchen. Aha. Diese Tür hier führt direkt zum Labor von Henry Jekyll. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mr. Hyde heute Abend nochmal durch diese Tür gehen wird. Durch diese Tür? Ich will der Straße sagen. Aus Holz, Stein oder Metall, wir sind die Zeugen desjenigen, der niemals ruht. Ja, dann klicken wir mal alle Uhren an. Ja. Dann fang mal mit den Uhren an. Ich glaube, das braune neben der Laterne ist auch eine... Ja, genau. Ganz, ganz oben links. Also, da so. Da war jetzt auch zweimal eine Sonnenuhr dabei. Da muss man ein bisschen... Ist das hier? Nein. Ich kann nicht scrollen. Da war noch eine Taschenuhr. Eine, fehlt auch nur noch eine. Oh, Moment. Spielende! Oh, geil. Wieder mal unentschieden für die Bayern. Oh, das nachdem sie geführt haben. Wir sind ja nicht schadenfroh. Nein. Oh. Entschuldigung. Da es sich um Mr. Hyde handelt, werde ich also Mr. Sieg sein. Oh, der war mal echt schlecht. Ich werde mich hier verstecken und ihn überraschen, wenn es hier vorbeigeht. Ich werde mich verstecken.
verständlich. Wenn er hier vorbeigeht, Entschuldigung. Das ist ein Tap-to-Shoot-Spiel. Ja, wie das funktioniert, weiß ich schon. Das können wir mal überspringen, glaube ich. Rick hat mich gerade per WhatsApp gefragt, ob ich zum Backen immer ein Lochkappen benutze. Ach so, ich soll nur die Männer anklicken. Das war jetzt mein Fehler. Ah, scheiße. Ich habe Fehler gemacht. Nee, du sollst immer nur Mr. Hyde anklicken. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Nicht die Polizisten? Nicht ja. Polizisten? Ich muss aber trotzdem immer automatisch hin mit der Maus. Ja, wir sind ja eh nicht auf die Punkte angewiesen. Er hier? Da wir ja die Hinweise ja nicht nehmen. Richtig. Da, das muss er sein. Mr. Hyde, nehme ich an. Was wollen Sie von mir? Ich möchte mich vorstellen. David Utterson. Wir haben einen gemeinsamen Freund, Mr. Jekyll. Da Sie gerade hineingehen wollten in Mr. Jekyll, könnten Sie mich ihm vorstellen? Wieso denn vorstellen? Ich denke, es ist ein Freund. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber ich habe ihn nicht verlesen. Er hat noch nie von Ihnen gesprochen und außerdem ist er nicht da. Gehen Sie weg. Auf Wiedersehen. Warten Sie bitte. Der Rüpel, er hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ah, mein armer Jekyll. Achso, ich habe über seine Nase. Ah, mein armer Jekyll, wenn ich jemals in meinem Gesicht das Zeichen Satans gelesen habe, dann in dem ihres neuen Freundes. Erst sagt er, das sind gemeinsame Freunde, dann könnten sie mich ihm vorstellen. Was soll denn das? Ich kann so nicht arbeiten, nein. Ich kann so nicht ohne Antworten bleiben. Ich muss das selbst bei Mr. Jekyll überprüfen. Ja. Oh ich Gott. Ich kann arbeiten. Aber wir müssen wieder in den Untergrund. Nee. Mein Herr. Der Pole. Guten Tag, Pole. Ist der Doktor bei ihm? Ist der Doktor bei ihm? Hä? Okay. Der Schlüssel liegt auf dem Sofa. Nee, das ist eine Gitarre, ne? Ja, also eine Laute oder sowas. Ja, ja, genau. Da ist der Schlüssel. Teleskopbrille, Eimer. Sehe ich gerade alles nicht. Ich auch nicht. Ich scroll mal ein bisschen. Da ist das Kruzifix. Kruzifix. Ist das der Eimer? Ja. Die Leier ist das. Die Laute. Ja, Leier. Was auch immer. Was war das? Achso. Ein Schirm. Der Zylinder ist auf der Treppe. Ja. Sternenkugel. Oder Sternkugel. Sternenkugel. Oh. Ich habe knisterndes Kaminfeuer als Hintergrundgeräusch. Das ist cool, das mag ich. Eigentlich klingt es ein bisschen anders, aber egal. Vielleicht ist einfach das Headset, was nicht richtig eingestürzt ist. Nein. Teleskop kann ja eigentlich nicht so klein sein, ne? Ja gut, es kann auch nur so ein Rohr sein, so wie das da hinten. Ja, das da vielleicht, ja. Wir sollten einfach drüber reden, dann finden wir es immer. Ja, dann reden wir doch mal über die Gabel. Ja, die Gabel sollte auch leicht zu finden sein. Die erinnert mich daran, Die erinnert mich daran, dass ich jetzt mir dann gleich noch was zu essen machen werde, bevor wir in die nächste Session starten. Schale. Die Axt ist hier vorne rechts. Wir suchen eine Axt, tatsächlich. Ich dachte, du bringst jetzt deinen Spruch. Welchen? Dem Bauhaus und der Axt. Achso, ich gehe in das Bauhaus und suche mit Bedacht eine Axt für meine Frau aus und warte auf die Nacht. Genau. Töpfe. Handkurbel. Die liegt, glaube ich, am Treppenende. Hä? Links, weiter. Nein, genau am Treppenende.
da. Die Gabel gefunden. Ja, die meinte ich. Das war für mich die Handkurbel. Kann mal vorkommen. Ja, kann man verwechseln. Ja. Ich suche immer noch eine Brille. Ja, die suche ich auch. Vielleicht brauchen wir eine. Na, du hast ja eigentlich eine. Ja, so gesehen habe ich schon. Die ist schon gefunden. Ich scroll nochmal. Erfolgt mir schon. Ja. Da ist die Handkurbel. Aber das ist doch eine Lupe und keine Brille, ne? Da unten. Ich werde es mal anklicken und stelle beruhigt fest, es ist eine Lupe. Die Schale ist halt auch so eine Sache. Das stimmt sogar. Ja. Das gibt's doch nicht. Ist das die Schale da? Diese Tupperschale ist ein Buch, ne? Wo? Ja. Wo ist eine Tupperschale ein Buch? Ja, ich glaube da links, das bläuliche, dieses helle. Das hier ist ein Buch. Ja. Das ist das Menü. Ich weiß. Ich habe hier schon gedacht an Schale, aber das ist es nicht. Nee, das ist ein Teller. Ja, es kann ja auch eine flache Schale sein. Ein Wandteller. Ja. Schatz. Um 1920, Sammleredition. Wenn wir heute Abend noch eine Session aufnehmen, können wir zwischendurch noch mal eine Folge Bares gucken. Ich hätte da voll Bock drauf. Oh ja. Danke. Mit Kolmar Schulte-Golz. Oder Detlef Kümmel. Im Tiger-Tanga auf dem Bärenfell. Oh Gott. Die Leute denken gerade, du bist bescheuert. Da ist die Brille ja ganz groß. Wo denn? Auf dem Teppich. Schreibe ich dich so an? Da. Sag das doch gleich. Oh. Wahrscheinlich haben die alle die ganze Zeit, die haben sie total alle gesehen, ganz riesig, und wir sehen die nicht. Dann hoffe ich, dass sie auch alle die Schale sehen. Und das ist ein Gitter, oder? Ja, auf jeden Fall ist es keine Schale. Meinen die denn eine Schale? Oder meinen die die Schale von einem Ei zum Beispiel? Oder von der Banane. Ja. Auf dem Tisch liegt ja nichts außer dem Buch da, ne, oder? Da liegt ein Haufen Zeugs, aber... Dieser blöde Becher macht mich total wahnsinnig. Ja, aber der ist halt ein Becher. Der Recher mit dem Becher. Ist das hier links neben der Treppe eine Schale? Nee, das ist also eine Vase. Also ganz links am Rand. Das hier? Ja. Das ist eine Taschenuhr. Ja, aber ich weiß ja nicht, was das Spiel so denkt. Das ist allerdings richtig. Außerdem sind wir schon längst über die Zeit. Wir müssen jetzt sofort die Schale finden. Okay, weil das können wir so nicht jetzt offen stehen lassen hier, das geht nicht. Hä? Ich will auch... Habt ihr auch auf dem Teppich? Ich glaube, die meinen diesen Kelch. Ich hasse das Spiel. Ja. Ich schaue nach, Utterson. Und zwar morgen. Im nächsten Part. Genau, das machen wir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.